Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 27. März, 8.42 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir müssen kurz die reales Risiko anpassen. 0,12. So, Einstieg. Und wir würden long gehen bei 15.107. oder 15.092 Short gehen. Das ist die erste Falle. In welche Richtung wird dann spekuliert? Nach oben hin haben wir hier die 50er Marke. Nach unten hin haben wir zwei Bereiche. Einmal das Gap, das liegt hier. Dann haben wir den Daily Pivot, der liegt hier. Und wir haben die 50er Zone, die liegt da. So. Das heißt, das sind die Zonen erstmal, wenn wir uns aufschaukeln, dass wir hier in die Bereiche reinlaufen könnten als Zielmarke. Ja, das bedeutet ab den zweiten Trade. Wir gucken hier nochmal drauf. Alles eingestellt. Und wo kommt die Vola-Box rein? Werden sich der eine oder andere jetzt fragen. Das sind die grünen Boxen. Und da werden wir direkt eine Antwort geben. Vola-Box 15.114 zu 99. Das heißt fast ein Big Number Trade. Ja, und wir würden immer diese erstmal favorisieren. Ja, die grünen Boxen. Also gucken wir uns gleich dann separat an. Um 9 Uhr geht es denn hier los mit 15er Boxen. 8.47 Uhr. Der erste Trade ist jetzt erstmal zumindest jetzt amtlich. 15.107 gehen wir long oder bei 15.92 gehen wir short. Das wäre dann die Falle für den ersten Markt. Wenn der Markt jetzt rausgeht, in dem Moment sehen wir die blaue Linie hier. Das ist unsere Gewinnziellinie. Wenn der Markt jetzt in den Gewinn läuft, dann ist der Trade in den Gewinn gelaufen. Das ist so ein bisschen Gymnastik, Stretching. Wir wollen natürlich, dass der Markt sich ein bisschen aufschaukelt, damit wir ein bisschen Strecke dann bekommen. So. Wir sind raus aus dem Trade. Da und nächste Box wird platziert. 8.49 Uhr und dann geht es gleich mit der Vola-Box weiter. Ich verabschiede mich für unser Video-Tagebuch. Das war's. Kurz und schmerzlos. 8.50 Uhr und wir hören uns morgen wieder.